Hallihallo, mein Name ist Sabrina und ich nehme euch mit ins Reiseland Deutschland. 4 Tage lang war ich mit meinem Mann auf Erkundungstour und habe mir die Städte Nürnberg und Fürth näher angesehen. Zu Fuß sind wir durch allerlei Gassen spaziert, vorbei an Fachwerkhäusern, die typisch für Oberfranken sind. Habt ihr gewusst, dass Nürnberg über mehr als 300 Brücken verfügt? Einige von ihnen haben wir besucht. Was ich am Reisen besonders liebe, ist die regionale Küche. So habe ich mich genussvoll durch fränkische Gerichte gekostet. Starten wir mit dem ersten Highlight unserer Reise durch Deutschland, einem Lebkuchen-Workshop. Die berühmten Elisen-Lebkuchen werden in Nürnberg das ganze Jahr über gebacken und... Früher war das ein Energieriegel, der hat Schub gegeben, der hat Energie gegeben und das können wir auch brauchen, denn wir schauen uns jetzt noch weiter um und gehen noch ein bisschen spazieren. Hinter uns ist die Kaiserburg. Ein Wahrzeichen Nürnbergs, das wir ebenso besucht haben. Die Kaiserburg war im Mittelalter einer der bedeutendsten Kaiserpfalzen und ist heute Museum und Sightseeing-Treffpunkt in einem. Ausgrabungsfunde, Ornamente, Bauteile, Modelle der Burg und ein germanisches Nationalmuseum mit historischer Sammlung gewähren einen Blick ins mittelalterliche Bayern. Besonders imposant ist der Blick von der Kaiserburg auf die Nürnberger Altstadt. Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt ist die Nürnberger Bratwurst. Die Würstchen sind heiß geliebt in Deutschland und weltberühmt, weshalb wir sogleich das neu eröffnete Nürnberger Bratwurstmuseum besucht haben. So viel Wissen über die Metzger-Handwerkskunst macht hungrig. Ein absoluter Foodtipp ist Dreienweckler, ein Brötchen gefüllt mit Rostbratwürstchen und dazu etwas Senf. Neben der traditionellen und urigen Küche gibt es auch moderne Neuinterpretationen der herzhaften und süßen fränkischen Klassiker. Hallihallo, ich melde mich wieder bei euch aus dem Reiseland Deutschland. Mein Mann und ich, wir haben heute eine kleine Fahrt unternommen. Wir sind jetzt nämlich in Fürth, das liegt gleich neben Nürnberg und wir schauen uns auch hier alles rund um das Thema Flair, also Häuser, Architektur, Bauwerke. Wir werden auch auf den Rathausturm hier raufgehen. Dann schauen wir uns Handwerk an, also Craft, und wir schauen uns auch Taste an, denn ja, wir lieben Essen, wir essen gerne und hier gibt es wahnsinnig viele gute regionale Köstlichkeiten. Unsere Entdeckungsreise durch Deutschland führt uns als nächstes nach Fürth, wo wir das Fürther Rathaus besuchen, in dem wir mehr über die Stadtgeschichte erfahren. Das Rathaus ist einem Palazzo in Florenz nachempfunden und zeigt eine beeindruckende Bauweise. Atemberaubend ist auch der Blick vom Rathausturm hinab auf die Stadt. Hier sieht man, wie facettenreich Deutschland ist, von Neubau und Altstadt über bunte Dächer hinweg. Ein besonderes Flair, das ich sehr genossen habe. Zum Abschluss unserer Tour durch Oberfranken haben wir Druckwerke und Gemälde berühmter deutscher Künstler bestaunt. Was mir in meiner Reise durch Deutschland am besten gefallen hat, dass wir fußläufig alles erkunden können, Architektur und Handwerk an jeder Ecke zu finden sind und das Essen ein besonderer Genuss ist. Servus Deutschland, wir kommen wieder!